Guten Morgen, verehrte Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute vor 3 Jahren verübte ein islamistischer Terrorist einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. 12 Menschen verloren ihr Leben, viele wurden zum Teil schwer verletzt. Alle diese Opfer sind nicht vergessen. Die Tat hinterließ tiefe Wunden, Trauer bei den Hinterbliebenen, Schmerzen und Traumata bei den Betroffenen und eine bleibende Verletzung in unserer Gesellschaft. Denn wir sehen, die freiheitliche Demokratie ist verwundbar. Unsere offene Gesellschaft, jeder Einzelne, ist Gefahren ausgesetzt. Unser Lebensstil, der ein vielfältiges Miteinander zulässt, provoziert Extremisten. Er überfordert Menschen, die Offenheit und Toleranz ablehnen, die Gewalt verüben und von vermeintlich religiösen Motiven verblendet, Ideologie und hassgetriebene Verbrechen begehen wollen, um uns zu verletzen. Gegen diese Bedrohung verteidigen wir unsere freiheitliche Ordnung. Doch zur Wahrheit gehört, der Staat wird allen Anstrengungen zum Trotz nie hundertprozentige Sicherheit garantieren können. Aber wir tun in Deutschland alles, um die Freiheit jedes Einzelnen zu schützen. Hier im Deutschen Bundestag ist das Verbrechen vom Breitscheidplatz Gegenstand parlamentarischer Untersuchungen. Verantwortlichkeiten werden geklärt. Wir ziehen Schlussfolgerungen, um dem Terrorismus wirksamer entgegentreten zu können. Bund und Länder haben die Terrorbekämpfung intensiviert und die Gefahrenprävention ausgebaut. Vorhandene Schwachstellen bei der Zusammenarbeit der Behörden werden identifiziert, öffentlich debattiert und beseitigt. Polizei und Nachrichtendienste brauchen unsere Unterstützung. Vor allem aber brauchen die Opfer der Anschläge unser Mitgefühl, die Anerkennung ihres nicht wiedergutzumachenden Leids. Das ist eine bleibende Aufgabe. Wie wir ihr gerecht werden, daran bemisst sich auch die Menschlichkeit dieser Gesellschaft. Ich danke Ihnen. Vorhin die Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich nachträglich dem Kollegen Ingo Wellenreuther zu seinem 60. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des ganzen Hauses. Dann müssen wir noch 2 Wahlen durchführen. Die Fraktion der SPD schlägt vor, die Kollegin Silvia Lehmann als Nachfolgerin für die ausgeschiedene Kollegin Gabriela Heinrich als ordentliches Mitglied des Parlamentarischen Beirats der Stiftung für das sorbische Volk zu wählen. Sind Sie damit einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist die Kollegin Lehmann als ordentliches Mitglied des Beirats gewählt. Des Weiteren schlägt die SPD-Fraktion vor, für die ausgeschiedene Kollegin Dr. Manja Schüle die Kollegin Jasmin Wahimi als Mitglied des Aufsichtsrats der Agentur für Sprunginnovation zu berufen. Sind Sie auch damit einverstanden? Ich höre auch da keinen Widerspruch. Dann ist die Kollegin Wahimi als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Interfraktionell ist vereinbart worden, den Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf der Drucksache 15076 zur Auslegungsentscheidung des Ausschusses zum Amtsende eines Ausschussvorsitzenden zur Entscheidung gemäß § 127 der Geschäftsordnung ohne Debatte zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 27 aufzurufen. Ebenfalls ohne Aussprache und zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 27 sollen die Sammelübersichten 438 bis 457 des Petitionsausschusses auf den Drucksachen 16118 bis 16137 aufgesetzt werden. Des Weiteren soll nach dem Tagesordnungspunkt 27 die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses auf der Drucksache 16060 zu dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht ohne Debatte aufgerufen werden. Der Antrag mit dem Titel Authentische Vergleichsmieten durch jahresaktuelle Mietspiegel auf der Drucksache 15264 soll zusammen mit dem Zusatzpunkt 7a debattiert werden. Schließlich soll der Tagesordnungspunkt 25c abgesetzt werden. Sind Sie mit alledem einverstanden? Da höre ich auch keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Und dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 8a und 8b. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft
zu mehreren Vorlagen zum Umbau und Schutz des Waldes sowie zur Unterstützung der Forstwirtschaft und Beratung des Waldberichts der Bundesregierung 2017. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Klöckner. Guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Wald lehrt uns Denken und Handeln in Generationen. Und ein Baum, der heute gepflanzt wird, kann uns zum Wohle dienen, 80 Jahre und mehr. Und der Wald ist ein Multitalent, Tiere und Pflanzen. Dient er als Lebensraum, Nahrung und Schutz, er liefert uns Holz, Erholung und frische Luft. Der Waldboden nimmt den Regen auf, er verhindert so, dass Hochwasser entstehen. Im Waldboden wird das Wasser gefiltert und gespeichert. Wälder sind schlichtweg unsere grüne Lunge. Sie speichern CO2 langfristig und ohne unsere Wälder wäre die CO2-Emission um 14% höher. Und jeder Baum, liebe Kolleginnen und Kollegen, den wir heute nicht pflanzen, ist deshalb ein Versagen, das die kommende Generation ausbaden muss. Und wir brauchen den Wald heute und wir brauchen ihn morgen. Knapp ein Drittel der Landfläche Deutschlands ist bewaldet. Er gibt mehr als 1 Million Menschen, gerade auf dem Land, Arbeit und Einkommen. Wir brauchen den Wald, aber der Wald braucht auch uns. Wir stehen am Ende eines schwierigen Jahres, das wissen wir. Wetterextreme, Klimawandel haben massive Spuren hinterlassen. Die Bäume sind nachhaltig gestresst und anfällig für Schädlinge. Stürme, Trockenheit, Wassermangel, Waldbrände, Befall von Borkenkäfer, Eichen, Prozessionsspinner. 180.000 Hektar Wald sind geschädigt. Das entspricht umgerechnet rund 250.000 Fußballfeldern. Millionen Festmeter von Schadholz sind angefallen. Das heißt, dass der Holzmarkt zusammengebrochen ist, Preise sind eingebrochen, Probleme mit Lagerstätten, hohe Aufbereitungskosten. Unsere Waldbesitzer, die durchleben schwierige Zeiten. Und ich bin allen, die in und mit dem Wald arbeiten, dankbar für ihren Einsatz. Danke für Ihren Einsatz für uns alle hier in Deutschland. Und mein Dank gilt ganz explizit allen Waldbesitzern, denn 48% unseres Waldes sind in Privatbesitz. Und unsere Waldbesitzer haben viel Geld investiert. Sie haben auch viel Geld verloren. Und deshalb finde ich, das will ich hier an dieser Stelle sagen, das Gerede mancher Grünen wirklich für unerträglich, den Waldbesitzern Ausbeutung der Wälder und Holzplantagenanbau vorzuwerfen. Wer nämlich heute den Waldbesitzern die Unterstützung verweigert, versündigt sich an den Kindern und Kindeskindern. Denn einfach nur die Hände in den Schoß zu legen und alleine nur auf Naturverjüngung und auf Verurwaldung zu warten, das ist unverantwortlich. Denn, liebe Kollegen, wer dem Wald jetzt nicht aktiv unter die Arme hilft, der schiebt den Klimaschutz auf die lange Bank. Das sind häufig diejenigen, denen es mit dem Klimaschutz nicht schnell genug gehen kann. Und wir als Bundesregierung und die Große Koalition haben umgehend pragmatisch, unideologisch und vorausschauend gehandelt. Ich will 11 Punkte nennen. Wir haben bereits Ende 2018 eine neue Maßnahmengruppe zur Bewältigung von Extremwetterfolgen im Forst, einen Förderbereich, eingeführt. Und so konnten schon sehr früh Unterstützungsmittel in den Ländern abgerufen werden für die Schadensbeseitigung, für Prävention, für Anpassung. Zweitens, wir haben sehr schnell auch mit den Kollegen anderer Ausschüsse für die steuerlichen Erleichterungen gesorgt bei Schadholz und bei sehr stark betroffenen Forstbetrieben. Drittens, wir haben bei der landwirtschaftlichen Rentenbank Kredite für Waldeigentümer zu günstigen Konditionen in einer neuen Fördersparte gebündelt und erweitert. Und viertens, für Erleichterungen bei Abtransport und bei der Lagerung bei Kalamitätenholz haben wir auch gesorgt. Ich will fünftens ganz klar Danke sagen. Danke an unsere Bundeswehr und an unsere Bundesverteidigungsministerin. Denn mit Hilfe der Bundeswehr konnten an vielen Orten Käferholz abtransportiert werden und die Ausbreitung verhindert werden.
Und sechstens, wir alle wissen, dass das bis dahin vorgesehene Geld nicht reichen würde. Und deshalb danke ich allen, die uns geholfen haben. Ich habe mich massiv dafür eingesetzt, dass wir Gelder aus dem Klimafonds erhalten, mit Erfolg. Wir werden jetzt über 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau und den Umbau unserer Wälder haben. Und zusammen mit den Ländern werden das in der Kofinanzierung in der GAK etwa 800 Millionen Euro sein. Das ist Arbeit der Großen Koalition. Das ist nicht Reden, das ist Handeln, das ist Nachhaltigkeit, das ist Zukunft. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Geld unterstützen wir die Räumung von Schadholz. Im Übrigen will ich auch sagen, es geht nicht um die Totalräumung von Totholz, wie immer wieder behauptet wird. Das wäre auch ökologisch nicht sinnvoll, sondern es geht darum, das Käferholz rauszuholen. Mit dem Geld unterstützen wir auch Lagerhaltung, den Waldumbau, die Aufforstung, die Wiederbewaldung, aber auch die Prävention. Ich will siebtens sagen, unsere Waldforschung. Die geht weiter. Wir sind führend in Europa mit unserer deutschen Waldforschung. Wir wollen die Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung. Und achtens will ich sagen, es war ein guter und ein wichtiger Erfolg, unser nationaler Waldgipfel. Wir haben alle Beteiligten an einen Tisch geholt und darüber entschieden, was unsere Leitlinien sind bei der Wiederbewaldung, unideologisch. Es geht darum, unsere heimischen Bäume zu pflanzen, aber standortangepasste Mischwälder so weiter umzubauen, dass wir auch dort, wo es sinnvoll ist, auch auf andere Hölzer zurückgreifen können, ohne ideologische Debatten gegeneinander zu führen. Sachlichkeit, Fachlichkeit, Wissenschaftlichkeit spielt hier eine Rolle. Wir sind es unserer kommenden Generation schuldig. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Prozess begleiten wir engmaschig. Im Übrigen ist der Waldumbau nicht etwas, was jetzt neu erfunden wird. Über Jahrzehnte hinweg sind unsere Forstleute dabei, den Wald standortangepasst umzubauen, naturnah umzubauen. Das ist eine Generationenaufgabe. Aber ich meine, der Wald eignet sich nicht für parteipolitische Querelen und den Vorwurf, man würde den Wald nur ausnutzen. Und deshalb sage ich, war es gut und richtig, letzter Punkt, dass wir jetzt im Planag, in dem Ausschuss, der für die Verteilung der GAK-Mittel sich zusammensetzt, dass wir uns auf wichtige Punkte geeinigt haben. Es wurden die Punkte des Waldgipfels aufgegriffen und umgesetzt. Und wir haben uns unter anderem entschieden, dass kleine Waldbesitzer höhere Fördersätze bekommen, dass die Entnahme von befallenen und befallsgefährdeten Bäumen förderfähig ist, genauso wie die Wiederbewaldung aus Naturverjüngung. Oder es geht um die standortangepasste Wiederbepflanzung, denn wir brauchen eines, und das will ich abschließend sagen, eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung, um unsere Wälder wieder aufzubauen, um heute den Grundstein zu legen, um Klimaschutz nicht nur heute, sondern morgen zu machen, um Nachhaltigkeit, denn aus der Forstwirtschaft kommt dieser Begriff, aufleben zu lassen. Und dazu gehört unsere Forschung, dazu gehört auch das Bauen mit Holz, dazu gehört eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, dazu gehört Augenmaß und dazu gehört Planen, Handeln und mit Erfolg der kommenden Generation was in die Hände zu legen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Peter Felser, AfD. Guten Morgen, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Gäste. Zunächst möchte ich einmal kurz in Erinnerung rufen, wenn wir heute über den deutschen Wald sprechen, wenn wir heute über den Zustand, über die Zukunft des deutschen Waldes sprechen, dann geht es heute nicht um irgendein randständiges, zweitrangiges Politikfeld. Vielmehr ist eine erfolgreiche Forstpolitik, ebenso wie eine zukunftsfähige Agrarpolitik, von elementarer Bedeutung für die dringende, erforderliche Revitalisierung des ländlichen Raumes in Deutschland. Im ländlichen Raum ist unser Mittelstand verankert. Im ländlichen Raum finden wir das, was wir als Heimat definieren, was ein ganz wichtiger Baustein unserer eigenen Identität ist. Wenn wir den ländlichen Raum stärken wollen, dann müssen wir gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Waldschäden zukünftig vor allem die Kleinwaldbesitzer wesentlich stärker als bisher unterstützen. Die brauchen wir auch, die Kleinwaldbesitzer, für den dringend notwendigen Waldumbau. Knapp ein Viertel der Waldfläche in Deutschland ist Kleinstprivatwald. Da reden wir von 1-2 Hektar Wald, die die Menschen dort besitzen. Hier müssen wir es jetzt schaffen, diese Waldeigentümer zu einer aktiven Bewirtschaftung ihrer Bestände zu motivieren.
Daher fordern wir in unserem Antrag ganz klar, für Bund und Länder brauchen wir eine Initiative, eine Offensive. Die Klein- und Kleinstwaldbesitzer brauchen jetzt eine Vereinfachung der Förderrichtlinie. Nach dem Motto schnell, gerecht und einfach. Weg mit bürokratischen Hürden, schnelle Hilfe im und für den Wald. Aber Frau Ministerin, es muss in diesem Zusammenhang auch endlich mal geklärt werden, wann und wie die auf dem nationalen Waldgipfel, den Sie angesprochen haben, zugesagten Fördergelder auf die Fläche kommen sollen. Das muss man doch jetzt auch endlich mal den Waldbesitzern gegenüber transparent kommunizieren. Ein paar Mittel sind schon abgeflossen. Wann kommen die nächsten Mittel? Wird es 2020 im März oder wird es doch wieder verschoben? Auch die forstlichen Zusammenschlüsse, die forstlichen Gemeinschaften müssen jetzt unterstützt werden. Lassen Sie uns doch die bürokratischen Hemmnisse endlich abbauen und lassen wir doch die Mittel endlich dort hinfließen, wo sie auch verwendet werden können. Die Förderung der Kleinwaldbesitzer bei Ihnen in den Anträgen der Linken und der Grünen findet man zu diesem Thema nicht sehr viel. Das war aber absehbar. Es mangelt doch bei Ihnen auf der Linken traditionell an einem deutlichen Bekenntnis zum Grundeigentum. Und bei Ihnen, liebe Kollegen von den Grünen, Sie machen mit Ihrem Antrag, Ihrem Image als Verbotspartei wieder einmal alle Ehre. Sie wollen doch am liebsten jedem privaten Waldbesitzer vorschreiben, was er zu denken hat, welche Bäume er zu pflanzen hat und was er zu tun habe. Nicht mit uns. Und mit Ihrer Urwaldoffensive, Sie nennen es selber so, Urwaldoffensive, können Sie vielleicht Greta Thunberg und Rotkäppchen begeistern, aber mit Sicherheit nicht diejenigen Förster und Waldbesitzer, die jahrzehntelange Erfahrung in unserem Wald gesammelt haben und die das auch jetzt richtig umsetzen können. Den gemeinsamen Antrag von CDU, CSU und SPD haben wir im Ausschuss aus sachlichen Erwägungen unterstützt. In Ihrem Antrag, unser Wald braucht Hilfe, Waldumbau vorantreiben, beschreiben Sie aber ein Problem, das Sie in den vergangenen Jahren von selber verursacht haben. Sie fordern jetzt tatsächlich im Jahr 2019 allen Ernstes strukturelle Nachteile für Kleinwaldbesitzer auszugleichen, also das, was wir auch fordern, indem eine flächendeckende Beratung durch Forstämter sichergestellt werden soll. Also jetzt doch endlich. Sie waren doch selbst jahrzehntelang für den Personalabbau und die Überalterung in den Landesforstbetrieben maßgeblich verantwortlich gewesen. Jetzt rufen Sie wieder nach dem Förster, den es so flächendeckend gar nicht mehr gibt. Aber ja, genau diese Beförsterung, die müssen wir den Privatwaldbesitzern wieder zur Verfügung stellen, als Dienstleistung, ja, in dem Punkt haben Sie recht. Aber lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Appell an die Waldbesitzer richten. Lasst euch bitte die zugesagten Finanzhilfen von der Ministerin nicht als Dana-Geschenk überreichen. Es kann nicht sein, dass mit diesen Fördermitteln jetzt auch ins Eigentum eingegriffen wird, ins Jagdgesetz. Sie wollen die Jagdgesetze ändern, Frau Ministerin. Jetzt ist plötzlich das Wild wieder schuld. Aber Wald mit Wild, damit können wir den Wald umbauen. Und dafür steht die AfD. Ich bedanke mich. Nächster Redner ist der Kollege Dirk Wiese, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. 2018 32,4 Millionen Kubikmeter Schadholz, 3.300 Fußballfelder in einer Vergleichsgröße von Waldbränden betroffen, 2019 ungefähr 105 Millionen Kubikmeter Schadholz. Abstrakte Zahlen. Aber jeder von uns, der momentan die Bilder aus dem Harz sieht, aus Brandenburg sieht und auch bei mir in Nordrhein-Westfalen im Sauerland sieht, der weiß, dass die klimatischen Veränderungen, die wir haben, die durch die Borkenkäferkalamität verstärkt werden, massive Auswirkungen auf den Baum haben. Und alleine die Zahl, dass 11 Millionen Bäume in Nordrhein-Westfalen abgestorben sind oder teilweise vom Borkenkäfer befallen sind, die zeigen die dringende Notwendigkeit, dass gehandelt werden muss. Und es ist gut, und das sage ich ganz zu Beginn, dass diese Koalitionsfraktionen sich darauf geeinigt haben, fast 1 Milliarde Euro an Hilfsgeldern für den Wald zur Verfügung zu stellen. Und wir können auch nicht mehr sagen, dass es nur das Nadelholz ist, was betroffen ist. Wir sehen die massiven Schadauswirkungen sowohl auch beim Laubholz, wir sehen auch in den Regionen unterschiedliche Kalamitätsbefälle und es ist richtig, dass diese schnelle Hilfe, die wir auf den Weg bringen, jetzt ankommt. Und es ist gut, dass wir auch als SPD-Bundestagsfraktion bereits im Frühjahr ein Fachgespräch gemacht haben mit Experten des Deutschen Forstwirtschaftsrats, der Arbeitsgemeinschaft Naturnaher Waldbewirtschaftung, des Bund Deutscher Forstleute und anderen, wo viele der Punkte, die wir auch in unserem Antrag,
aber auch darüber hinaus zur Initiative des Waldumbaus, aber auch zu einer Stärkung des Holzumbaus, des Holzbaues letztendlich, die jetzt auch auf den Weg gebracht werden. Und das war richtig. Und die Forderungen, die wir in unserem Antrag haben, die gehen in die richtige Richtung und sind auch teilweise jetzt schon in der Umsetzung. Das heißt, Waldschäden beheben, Käferholz aus dem Wald herausbringen, den Waldumbau hin zu klimatoleranten Mischwäldern über die GAK finanziell zu unterstützen und auf den Weg bringen. Dazu das nationale Waldmonitoring ausbauen, um zukünftig bei Großschadensereignissen auch schneller zu handeln, gerade in den Abstimmungsprozessen zwischen Bund und Ländern. Hinzu eine Waldbrandpräventionsstrategie auf den Weg zu bringen und das will ich auch gerne einräumen, gemeinsam mit den Bundesländern darauf hinzuwirken, dass wir mehr qualifiziertes Forstpersonal in den Landeseinrichtungen vorhalten. Ich glaube, hier ist einiges zu tun. Die müssen auch dann vernünftig bezahlt werden. Aber hier gibt es einiges zu tun, genauso wie mit den Bundesländern gemeinsam daran zu arbeiten, den Holzbau zu stärken. Das ist gut für das Handwerk, das ist gut für die Wirtschaft im ländlichen Raum. Und hier gehen wir voran. Darum will ich mich auch ausdrücklich dafür bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, bei Alois Gehrig, bei Hans-Georg van der Marwitz, bei Rainer Spiering. Ich glaube, uns ist es gelungen, und da will ich etwas die Ministerin korrigieren, das BML doch vor uns herzutreiben. Weil als wir das Thema erkannt haben in den Koalitionsfraktionen, Alois Gehrig, da war die Handlungsoption im Ministerium noch nicht so ausgeprägt. Und darum ist es gut, dass das Parlament hier, die Koalitionsfraktion, das Ministerium etwas auf den richtigen Weg gebracht hat. Aber was gibt es jetzt noch zu tun? Ich glaube, auf europäischer Ebene müssen wir den Blick dahin richten, dass es auch auf europäischer Ebene Gelder gibt, die wir zusätzlich für den Wald akquirieren können. Und das bedeutet, dass wir Gelder aus der GAP möglicherweise für eine europäische Krisenreserve bereitstellen, dass wir gleichzeitig Gelder aus der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik auch für die Förderfähigkeit von Agroforstsystemen auf den Weg bringen. Und hier, glaube ich, müssen wir sehr intensiv schauen, diese Gelder auch für die heimischen Wälder zu akquirieren. Auf nationaler Ebene, glaube ich, ist es eine wichtige Baustelle, wo wir vorankommen müssen. Und wir als SPD wollen das, dass wir auch bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz Verbesserungen hinbekommen. Weil es kann nicht sein, dass seit 2015 rund 440 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln nicht abgerufen werden. Und wenn wir jetzt die Gelder für den Wald, Frau Ministerin, aus der GAK in die Fläche bringen wollen, dann müssen wir schauen, dass das Geld vor Ort auch ankommt. Und es kann nicht sein, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren 95 Millionen Euro an Geldern nicht abgerufen hat. Wenn das Geld liegen bleibt, ist keinem geholfen. Das Geld muss in die Fläche kommen. Und hier müssen wir gerade bei der GAK sehr intensiv hinschauen. Wir müssen es hinbekommen, dass die Gelder übertragen werden können, dass wir eine Überjährigkeit des Mittelabflusses haben. Und ich bin sehr froh, dass einige Landesminister wie Reinhold Joost auch hier schon die Initiative ergriffen haben, dass wir hier gemeinsam vorankommen. Die Haushaltsverhandlungen, wenn man das in diesem Jahr noch einmal Revue passieren lässt, dann sind wir eigentlich, Uli Frese weiß das, mit einem ursprünglichen Haushaltsansatz von 76 Millionen Euro für den Bereich Wald gestartet. Wir sind aber rausgekommen bei fast einer Milliarde Euro. Und da bedarf es auch einmal Dank an das Bundesfinanzministerium, das diese Gelder auch zur Verfügung gestellt hat und auch an die Haushälter der Koalitionsfraktion, die das möglich gemacht haben. Das ist ein Mittelaufwuchs um fast 920 Millionen Euro und das ist richtig und das ist gut. Und umso wichtiger ist es natürlich, die Notfallmaßnahmen jetzt einzuleiten, den Waldumbau voranzubringen, aber es ist auch wichtig, und das will ich auch noch mal eindeutig erwähnen, das Bauen mit Holz zu stärken. Und es ist gut, dass gerade im Haushaltsansatz fast 55 Millionen Euro für die Förderung der Holzverwendung drin sind. Das stärkt die Wertschöpfungskette Holz, das stärkt die Arbeitsplätze auch im ländlichen Raum, im Handwerk. Und hier ist es gut, dass wir das geschafft haben und gerade auch unser Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion doch hier auch zur Bewegung im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geführt hat. Nichtsdestotrotz, die Aufgaben werden nicht kleiner werden. Wir müssen bei der Reform der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz noch einmal genau hinschauen, damit die Gelder im ländlichen Raum ankommen. Ich glaube, das ist entscheidend, damit gerade diejenigen, die davon profitieren wollen, und das ist der Klein- und Kleinstprivatwald, das ist aber auch der Kommunalwald, den man nicht unterschätzen darf und den man, glaube ich, nicht unerwähnt lassen sollte, der genauso gut die Unterstützung verdient hat. Und das sage ich auch als jemand, der aus der waldreichsten Stadt Deutschlands kommt, in Brilon im Sauerland als größter kommunaler Waldbesitzer. Auch hier sind die Herausforderungen enorm und darum ist es gut, dass auch der Kommunalwald von diesen Geldern profitieren wird. Und Bundesministerin Klöckner, wir haben dann auch einen Punkt, den will ich gerne noch mal ansprechen, weil Sie haben gerade
in Ihrer Rede auch nochmal gesagt, dass es wichtig ist, jetzt unideologisch dran zu gehen und dass man auch schauen muss, dass man bei der Wiederaufforstung das Nadelholz nicht vergessen darf. Und das ist gerade die Douglasie. Und dann habe ich eine Bitte aus nordrhein-westfälischer Perspektive. Dann reden Sie bitte mit der nordrhein-westfälischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerin, denn die Förderrichtlinien Ihrer CDU-Kollegin in Nordrhein-Westfalen sehen vor, dass das Nadelholz nicht förderfähig ist und nicht unterstützt wird. Das ist genau die Ideologie einer CDU-FDP-Landesregierung, die gegen das Nadelholz ist. Das ist genau, was Sie gerade kritisiert haben. Dann rufen Sie bitte auch bei Ihrer Ministerin in Nordrhein-Westfalen an und stehen Sie an der Seite derjenigen, die Wald wirtschaftlich nutzen wollen, die Wald nicht stilllegen wollen. Ich bin überrascht, dass die CDU und FDP das in Nordrhein-Westfalen machen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Frank Sitter, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die bedeutendsten Forstschäden der letzten 30 Jahre zu verzeichnen. Der anhaltende Befallsdruck mit Schaderregern und mit Krankheiten lässt befürchten, dass wir das Schlimmste noch nicht mal hinter uns gebracht haben. Der Agrarausschuss im Deutschen Bundestag hat schon vor 1,5 Jahren vor den Folgen der Trockenheit gewarnt und uns darauf aufmerksam gemacht, was sich hier anbahnt und wie viele 100 Millionen Schulden inzwischen zum Tragen kommen. Immerhin, und das ist gut gewesen, gab es im Herbst den Waldgipfel. Toll auch, dass Fachleute mit eingebunden waren, aber vielmehr, liebe Ministerin, Frau Klöckner, wäre es doch angebracht gewesen, zur Abwechslung mal Ihre SPD-Amtskollegin Frau Schulze zu einer Einigung zu bringen, denn die hat ihre Mission darin gesehen, in dieser Situation Waldstilllegungen zu fordern. Und das ist doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, völlig abstrus. Wir schaffen so Wellness-Oasen für den Borkenkäfer und verhindern eine aktive Waldbewirtschaftung. In meinem Heimatland Sachsen-Anhalt sind die Schäden zum Beispiel im Harz immens. Die Nationalparkverwaltung des Harzes, die wirbt gar verniedlichend mit Berti Borkenkäfer, der nun endlich den verhassten Fichtenwäldern den Garaus machen soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine solche Politik ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der in Deutschland weiterhin versucht, nachhaltig Wald zu bewirtschaften. Denn, und das klang auch hier schon an, Waldschutz ist eben auch effektiver Klimaschutz. Aktiv bewirtschaftete Wälder binden nachweislich mehr CO2, gerade wenn Holz auch als Baustoff genutzt wird. Aber auch diese Klimaschutzleistung muss honoriert werden und mehr als warme Worte finden die Waldeigentümer im Klimapaket der Bundesregierung aktuell nicht. Und es ist auch bezeichnend, dass die Koalition jetzt mit ihrem Antrag die Landwirtschaftsministerin zum Handeln auffordert. Das war ja gerade gut mitzubekommen. Aber ehrlich gesagt hätten viele Maßnahmen längst umgesetzt sein können und viele der zahlreichen Prüfaufträge in Ihrem Antrag, die passen zur Weihnachtszeit, die erinnern doch eher an den Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Und die Ministerin inszeniert sich hier heute auch, wie wir sie kennen, als große Spendenverteilerin zu Weihnachten. 800 Millionen Euro für den Wald, aber keiner weiß so richtig, wie das Geld effizient eingesetzt werden soll. Denn unsere Wälder zukunftsfit und klimaresistent zu machen, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Die Forstwirtschaft möchte Wälder nachhaltig bewirtschaften. Dazu braucht es auch biotechnologische Innovation, die Entwicklung robuster Sorten durch neue Züchtungsmethoden. Das alles muss endlich als Chance für den Wald erkannt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachhaltig ist ein Begriff aus der Forstwirtschaft. Was die Koalition jetzt hier auf den Tisch legt, wird dem nicht wirklich gerecht, auch wenn manches in die richtige Richtung geht. Schon deshalb bin ich mir sicher, dass wir ähnliche Debatten hier recht bald wieder führen werden. Herzlichen Dank und Ihnen allen frohe Weihnachten. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Kirsten Tackmann, Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ministerin, liebe Gäste, die Situation im Wald ist in vielen Regionen in der Tat dramatisch. Das dokumentiert auch der gestern vorgestellte Waldzustandsbericht aus meinem Bundesland Brandenburg. 37% der Waldfläche sind deutlich geschädigt. Das ist gut ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Nur noch 14% aller Probenbäume zeigten keine Kronenschäden. Diese Situation übertrifft übrigens noch den Anfang der 90er Jahre beschriebenen Wald,
sterben wegen Luftverschmutzung. Die Lage ist also wirklich ernst. Dabei hatten wir noch 2014 die Ergebnisse der dritten Bundeswaldagentur, Waldinventur, positive Nachrichten gegenüber dem Berichtszeitraum 10 Jahre zuvor verkündet. Der Anteil der Laubbäume war gestiegen, die Wälder waren vielfältiger und naturnäher strukturiert, die Waldfläche war konstant geblieben, davon kann man bei landwirtschaftlichen Flächen nur träumen, und es war mehr Holz nachgewachsen, als genutzt wurde. Die Ende 2011 verkündete Waldstrategie 2020 schien also auf einem guten Weg. Und auch der heute ebenfalls vorgelegte turnusmäßige Waldbericht für die Jahre 2009 bis 2017 liest sich heute wie aus einer anderen Welt. Denn nach mehreren Orkanen, 2 Dürrejahren und Waldbränden mit nicht gekanntem Ausmaß ist nichts mehr, wie es war. Zumal die geschwächten Wälder auch noch gefundenes Fressen für diverse Forstschädlinge sind. Im Ergebnis ist also der scheinbar gerade erst gerettete Wald, heimische Wald, nun wieder in Gefahr. Und es war in beängstigender Geschwindigkeit. Ich bin mir leider überhaupt nicht sicher, ob wir dieses Mal die Ursachen wirklich schnell genug behoben bekommen. Denn es ist auch, eine Ursache ist auch der beginnende Klimawandel. Und dem Wald droht, dass er jetzt die Zeche zahlt für unseren Lebensstil. Und deshalb ist ein einfaches Weiter-so keine Option. Wer den Wald schützen will, muss zwingend das Klima schützen. Und es gilt auch umgekehrt. Wer das Klima schützen will, braucht zwingend den Wald, und zwar nicht nur in Brasilien. Deshalb muss jetzt auch schnell gehandelt werden und leider auf sehr vielen verschiedenen Baustellen. Denn das gehört auch zur Wahrheit. Der Wald muss jetzt die Probleme ausbaden, die über längere oder kürzere Zeit einfach ausgesessen wurden. Spätestens seit dem Frühjahr ist die dramatische Entwicklung völlig klar. Die Linke hatte deswegen ein Sofortprogramm, Hilfsprogramm beantragt. Leider wurde das vor der Sommerpause noch abgelehnt. Verschenkte Zeit, denn die Maßnahmen, die unstrittig sind, könnten längst auf dem Weg sein. Aber gut, nun kommt relativ viel Geld. Ob das ausreichen wird, werden wir sehen. Aber es muss eben auch schnell kommen und nicht nur im Interesse des Waldes, sondern auch, weil ohne schnelle Hilfe viele Klein- und Kleinstwaldbesitzerinnen und Besitzer möglicherweise ihren Wald verkaufen müssen. Wer also weiter ein breit gestreutes Waldeigentum möchte und sichern will, der muss jetzt zwingend zügig handeln. Der erhöhte Fördersatz für den Waldbesitz von 90% für den Waldbesitz unter 20 Hektar ist ein richtiges Signal. Aber dass alles vorfinanziert werden muss, konterkariert dieses richtige Anliegen. Und ohne einen Paradigmenwechsel in der Personalpolitik wird eben auch der Wald nicht gerettet werden. Denn der Personalabbau über viele Jahre hinweg bei den Forstleuten gehört in das Sündenregister der Vergangenheit. Und der Wald braucht mehr und gut ausgebildete Forstleute, und sie müssen anständig bezahlt werden. Die vielen sterbenden oder toten Bäume sind aber auch ein großes Unfallrisiko. Die Berufsgenossenschaft hat gerade Alarm geschlagen. Auch deshalb brauchen wir für das viele Totholz Antworten. Es ist natürlich ökologisch wichtig und zwingend für den naturgemäßen Wald. Aber Unfall- und Brandrisiken müssen eben auch vermieden werden. Gleichzeitig muss das zusätzlich anfallende Holz verwertet werden, am besten als Baustoff. Aber auch bei diesem Thema sind wir meilenweit hinten an. Insbesondere bei den Bauordnungen muss hier dringend die Bauklötze gelockert werden. Aber auch die Holzindustrie ist aus meiner Sicht dringend in der Pflicht. Sie kann nicht weiter immer nur Nadelholz verarbeiten wollen, wenn aus ökologischen Gründen der Umbau zu Mischwäldern notwendig ist. Aber in jeder Krise steckt ja auch eine Chance, solange wie sie nicht eine Katastrophe wird. Also, wir müssen dafür aber auch trotz des erheblichen Zeitdrucks wichtige Weichenstellungen und Neuausrichtungen vornehmen. Wälder zum Beispiel mit nur einer Baumart und einer Altersklasse sind eigentlich Baumplantagen und erhöhen das Risiko von Großschadenslagen. Aber welche Baumarten werden in welcher Mischung den zukünftigen Herausforderungen eigentlich gerecht und gewachsen sein? Offensichtlich ist selbst die Forstwissenschaft überrascht, welche Baumarten doch nicht so hitze- oder trockenresistent sind, wie vermutet. Die Forderung nach standortangepassten Mischwäldern ist und bleibt selbstverständlich richtig. Aber was heißt denn das konkret? Und angesichts der hohen Schalenwildbestände stellt sich jetzt noch dringender die Frage, wie man denn den so wichtigen Baumnachwuchs vor dem Verbiss schützt. Ohne zumindest zeitweise andere Jagdregimes wird das nicht funktionieren. Und alles zäunen ist ja schon finanziell keine Option.
Laut Waldstrategie 2020 sollte in einem breiten Dialog ein neues Leitbild Jagd erarbeitet werden. Ich habe seitdem nie wieder was davon gehört. Und die angekündigte Novelle zum Bundesjagdgesetz liegt auch nicht vor. Ja, ich weiß, das ist ein heftig diskutiertes Thema und die Wildforschung ist leider auch ein vernachlässigtes Gebiet. Aber es gibt Beispiele, auch in Brandenburg zum Beispiel, wie das funktionieren kann. Wissens- und Erfahrungstransfer ist also möglich und auch dringend nötig. Nur eins geht auf gar keinen Fall. Einfach so weitermachen und aussitzen. Vielen Dank. Harald Ebner, Bündnis 90 Die Grünen, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, ja, 80 Jahre sind viel, aber mit 80 Jahren hat eine Eiche noch nicht mal ihre Pubertät erreicht. Und ja, wir brauchen den Wald. Wald ist Leben, Wald ist Klimaschutz, aber dazu muss er intakt sein. Durch die Klimakrise mit Dürrejahren und Stressfaktoren sind unsere Wälder aber massiv bedroht. Viele haben das vorhin bedauert. Aber viel zu viele hier im Haus haben jahrelang den Klimaschutz verschlafen und verschleppt und das wider besseren Wissens. Und dann rufen Sie jetzt hier, haltet den Dieb, das nehmen wir Ihnen nicht ab. Die beste Hilfe für unseren Wald bleibt wirksamer Klimaschutz. Der Wald braucht aber auch akut Hilfe. Sie, Frau Ministerin, schütten jetzt das Füllhorn aus. Ob das aber dem Wald hilft, das ist offen. Denn die Bundesgelder, die gibt es erst, wenn die Länder mitfinanzieren. Der Wald in Ländern mit knapper Kassenlage, der droht leer auszugehen. Sie haben ja das schriftlich bestätigt, dass dann die Gelder in liquidere Länder umgeleitet werden sollen. Und das, Frau Ministerin, das ist doch ein schlechtes Bekenntnis zum ganzen Wald im ganzen Land. Und der Geldsegen wird ohnehin nicht alles lösen. Ja, die Holzpreise sind im Keller und viele Betriebe bangen um ihre Existenz. Aber allen Klagen und allen Reden zum Trotz tut die Bundesregierung viel zu wenig, um den Holzmarkt tatsächlich zu entlasten. Bauen mit Holz ist unbestritten eine Win-Win-Win-Situation für den Holzmarkt, für den Klimaschutz und für die schnelle Schaffung von günstigem Wohnraum. Aber von der umfassenden Holzbaustrategie wie in Baden-Württemberg oder wie in Schweden ist auf Bundesebene noch überhaupt nichts zu sehen. Und es ist eine Schande, dass die Bundesregierung hier weiter Zeit verplempert mit Ressortgerangel. Legen Sie endlich los, Frau Ministerin, setzen Sie sich durch, sorgen Sie gegen die Bremser in Ihren Reihen, sorgen Sie für einen fairen Wettbewerb für Holz, auch für die Abschaffung der Steuervorteile für fossile Baustoffe. Bauen mit Holz setzt aber auch und unbedingt nachhaltige und naturverträgliche Waldbewirtschaftung voraus. Wir brauchen vielfältige, standortangepasste Wälder als möglichst stabile Ökosysteme. Niemand kann mit Sicherheit sagen, welche Baumart in 50 oder 100 Jahren funktionieren wird. Niemand. Wunderbaumarten gibt es nicht. Und jetzt panisch alles zu pflanzen, was einem vor den Spaten kommt, ist das Gegenteil von Vernunft. Also Neuanpflanzungen sind teuer und sie sind unsicher. Und deshalb die bisherigen Erfahrungen, die zeigen, dass nur naturverjüngte Wälder widerstandsfähiger sind gegenüber Trockenheit und Schädlingsdruck. Sie sind genetisch vielfältiger und deshalb müssen wir das Potenzial der Naturverjüngung, wo es irgend geht, nutzen und wir müssen es maximal ausschöpfen. Unsere Bäume können viel mehr, als sie in der Baumschule gelernt haben. Geben wir ihnen die Chance dazu. Naturverjüngung, Frau Ministerin, heißt eben nicht, den Wald sich selber zu überlassen. Aber es geht eben darum, dass wir bei der Holzaufbereitung den Boden schonen, dass Jungwuchs auch aufkommen kann und dass das schnell geht. Weil dann geht es schnell, Frau Ministerin, dann haben wir schnell wieder schöne Waldbestände. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, sorgen Sie für eine faire und gezielte Verteilung der Waldhilfen für ökologisch intakte Wälder, bringen Sie endlich eine Holzbaustrategie auf den Weg, machen Sie Naturverjüngung zum Schwerpunkt der Waldpolitik, verringern Sie den Wildverbiss und sorgen Sie für eine bodenschonende Waldwirtschaft. Dann kommen wir auf den richtigen Weg. Was Sie bisher machen, ist ein Anfang. Die echten Aufgaben, die müssen Sie noch angehen. Vielen Dank.
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Alois Gehrig, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Tannenbaum, gute Luft, Erholung, heimliches Holzfeuer. Es gibt unzählig positive Beispiele, die wir positiv mit dem Wald verbinden. Der Wald ist überall und er ist frei zugänglich und somit ist der Wald ein Stück Heimat für alle Bürgerinnen und Bürger bei uns in Deutschland. Ja, schade, dass wir diese heutige Debatte unter einem negativen Aspekt führen müssen. Das ist ein trauriger Anlass und der Titel von der Koalitionsfraktion des Antrages lautet: Unser Wald braucht Hilfe. Nutzen Sie die Besinnung der Vorweihnachtszeit, liebe Kollegen, insbesondere von der Opposition. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Es ist ein richtig guter Antrag und ich danke meinen Kollegen Wiese und Dirk Marwitz, dem ich gute Genesungswünsche von hier übersende, für die konstruktive Zusammenarbeit zu diesem guten Antrag. Und ich danke unserer Bundesforstministerin Julia Klöckner, unserer Bundeskanzlerin dafür, dass sie sich so vehement dafür eingesetzt haben, dass wir jetzt echt dem Wald helfen können, gemeinsam mit den Bundesländern annähernd 1 Milliarde Euro und die Hilfsmaßnahmen sind angelaufen. Es ist falsch zu behaupten, da tut sich noch nichts. Da passiert ganz viel draußen in der Praxis. Herr Kollege Gehrig, die Kollegin Heidig würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte tun Sie das. Vielen Dank, Kollege Gehrig, dass Sie das möglich machen. Ich möchte auch gar nicht sozusagen Ihren Appell abschwächen, weil ich ihn sehr, sehr wichtig finde, aber ich möchte eine Gegenbitte äußern. Sie haben ja gerade darum gebeten, dass wir den Schutz des Waldes unterstützen. Ich komme aus Hessen und da ist gerade ein 100 Hektar großes Stück alter, über 300 Jahre alter Wald akut in Gefahr, weil der Bundesverkehrsminister und leider auch das Landesverkehrsministerium darauf besteht, dass die Autobahn A49 weitergebaut wird, die schon lange von breiten Bürgerinitiativen für überflüssig gehalten wird. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie sich mit uns gemeinsam dafür einsetzen, dass nicht weiter alter, wertvoller Wald geschlagen wird für Autobahnen, die wir, wenn wir die Klimaschutzziele ernst nehmen, in Zukunft nicht in größerer Zahl brauchen werden. Diese Wortmeldung, liebe Kollegin, hat überhaupt nichts mit unserer heutigen Thematik zu tun. Ich will das hier auch nicht näher kommentieren, weil ich auch die Örtlichkeit und die Umstände dazu überhaupt nicht kenne. Mehr als 100 Millionen Festmeter Schadholz sind in unseren Wäldern, 180.000 Hektar sind allein in Deutschland geschädigt. Es braucht den engen Schulterschluss und das geht nur so zwischen Bund und den Bundesländern und die Hilfsgelder, die müssen schnell und praxisbezogen dorthin kommen, wo sie dringend gebraucht werden, an die Basis. Erste Priorität, Schadholzbeseitigung. Der Preisverfall ist eklatant. Wir müssen die Waldbesitzer und die Forstleute unterstützen, dass sie möglichst schnell das Schadholz aus den Wäldern bekommen. Es braucht Aufarbeitungshilfen, Nasslager müssen finanziert werden, neue Absatzmärkte müssen geschaffen werden, zum Beispiel im Export. Und ja, die Holzbauoffensive, die brauchen wir. Das ist Bundesländersache. Baden-Württemberg zeigt, wie es geht. Und lieber Kollege Wiese, Baden-Württemberg hat beispielsweise auch keine GAK-Mittel zurückgegeben. Bei uns wurden die alle ordentlich vom Forstminister dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden. Bauholz ist der beste CO2-Speicher und wir müssen die energetische Nutzung von Schadrestholz ins Auge fassen. Auch das ist wichtig, dass dieses Holz genutzt werden kann. Und die Sozialversicherung, die Union hat dafür gekämpft, dass wir wiederum die Beiträge für die Unfallversicherung erhöht haben. Es ist
höchst riskant, was unsere Forstleute draußen leisten müssen. Auch denen will ich ein herzliches Dankeschön sagen. Wir müssen sie unterstützen, wo immer das machbar ist. Und die Union ist ganz eng an ihrer Seite. Die besondere Unterstützung der Kleinwaldbesitzer wurde angesprochen. Das ist in der Tat wichtig. Wir brauchen mehr Personal jetzt auch für das Schadmonitoring, dass die Waldbesitzer überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihre Wälder krank sind und Bäume gefällt werden müssen. Und es braucht dringend einen Motivationsschub für die Wiederaufforstung. Und allein mit Naturverjüngung, lieber Kollege Ebner, geht das eben nicht. Vor einem Jahr hätte sich noch niemand vorstellen können, dass sich gar Buche und Eiche mancherorts wegen Trockenschäden von uns verabschieden. Und deswegen braucht es mehr Forschung, es braucht Aufforstung, es braucht ein enges Zusammenspiel, und populistische Sprüche, die bringen uns hier überhaupt nicht weiter. Und Schützen durch Nützen geht nirgendwo besser wie im Wald. Wald ist das Sinnbild für die Nachhaltigkeit. Und es wäre ökologischer und ökonomischer Unsinn, wenn wir unsere Wälder verbuschen lassen. Dann helfen sie uns auch nicht im Klimaschutz. Und deswegen bitte ich auch darum, uns in diesem Bemühen zu unterstützen. Welche Baumarten brauchen wir? Ich bin gespannt, was uns die Forschung da vorlegen wird. Und wir brauchen eine Förderung der Ökosystemleistung. CO2-Bepreisung, ein Wort in aller Munde. Wir müssen die auch im Wald zum Honorieren umsetzen. Ich will, dass unsere Enkel noch Freude am Wald haben. Beide, unsere Enkel und der Wald, sind unsere Zukunft. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Wilhelm von Gottberg, AfD. Herr Präsident, Frau Ministerin Klöckner, meine Damen und Herren. Wir beraten heute hier 5 Anträge, die alle das gleiche Ziel haben. Hilfe für den Wald. Also über die Diagnose besteht Einigkeit. Der Wald ist notleidend und bedarf einer Therapie. Die in den einzelnen Anträgen genannten Therapievorschläge sind zu einem erheblichen Teil ähnlich. Also auch über das Ziel sind wir uns einig. Wir wollen zukünftig und langfristig gewährleisten, dass der Wald seine positiven Funktionen für die Menschen, für die Tier- und Pflanzenwelt weiterhin erfüllen kann. Da sind zu nennen: Erstens, der Wald ist ein unverzichtbarer Klimaschützer. Zweitens, er ist ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor. Drittens, er ist unverzichtbar für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Viertens, er ist Erholungsfaktor für die Menschen. Fünftens, er ist Bestandteil einer durch Menschen gestalteten, liebenswerten und abwechslungsreichen Kulturlandschaft. Bei so viel Gemeinsamkeit muss es möglich sein, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um den Wald gesund zu pflegen. Pflege kostet Geld. Wer wüsste das nicht hier im Hause? Die Herren Schirnbeck und von der Marwitz, beides Herren mit hoher Kompetenz für den Wald, sprechen von 2,3 Milliarden Euro, die kurzfristig bereitgestellt werden müssen. 2,3 Milliarden Euro. Wofür? Für 2 vorrangige Maßnahmen. Erstens, für das zeitnahe Herausschaffen des Käfer- und Sturmholzes aus dem Wald. Zweitens, für die Wiederaufforstung von 110.000 Hektar Kahlflächen. Ministerin Klöckner hat im September ein Wiederaufforstungsprogramm angekündigt. Wo bleibt es, Frau Ministerin? Nur ein lebender Wald und wachsende Bäume erfüllen die Klimaschutzfunktion des Waldes. Das Schadholz muss schleunigst aus dem Wald entfernt werden. Ab 12 Grad plus wird der Borkenkäfer wieder aktiv und befällt weitere gesunde Bestände, wenn nicht das befallene Holz bis zum 1. April entfernt ist. Das meiste Schadholz liegt oder steht noch im Wald.
Um diese eminent wichtige Aufgabe rasch zu realisieren, fordert die AfD-Fraktion eine Soforthilfe in Höhe einer kleinen zweistelligen Eurosumme pro Festmeter Schadholz für die Waldbesitzer. Es muss endlich etwas ankommen bei den Forstbetrieben, analog der Dürrehilfe im vorigen Jahr. Georg Schirmberg, der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, sprach bereits am 12. April 2019 von einer Soforthilfe für den Wald und die Waldbesitzer von jährlich 100 Millionen Euro. Das war vor dem trockenen Sommer 2019, der die Schäden am Wald drastisch vergrößerte. Armin Laschet, Ministerpräsident in NRW, hat diesen Appell aufgegriffen. Er hat schon für 2019 10 Millionen Euro als Soforthilfe für die Waldbesitzer in NRW bereitgestellt. Er hat ausdrücklich vermerkt, dass diese Finanzhilfe in gleicher Höhe in den nächsten Jahren fortgeführt wird. Herr Kollege von Gottberg, achten Sie bitte darauf, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ich bin fertig, Herr Präsident. Möge die Bundesregierung an diesem Beispiel sich orientieren. Danke. Hatte ich nicht gesehen. Nächster Redner ist der Kollege Karl-Heinz Busen, der Kollege Rainer Spierig, SPD. Er ist ja schon da. Herr Präsident, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir beschäftigen uns heute ja auch einen Teil mit unserem innenliegenden Bewusstsein, mit dem deutschen Wald. Zumindest die Menschen, die vom Lande kommen, haben einen starken inneren Zugang zum Wald und es gehört zu unserer Lebenserfahrung dazu. Und das ist natürlich auch gut, dass wir da Betroffenheit haben. Bei der Vorbereitung der Rede habe ich noch mal darüber nachgedacht, was passiert da eigentlich, und es ist ja ein unglaubliches Geschenk, das wir bekommen mit der Photosynthese. Und das ist ja der Hintergrund, über den wir überhaupt sprechen, über die Photosynthese. Was passiert? Aus Kohlendioxid und Wasser wird Sauerstoff und Kohlenstoff. Und das ist ja der Prozess, der überhaupt alles das, worüber wir reden, möglich machen. Und ich würde eigentlich alle bitten, anzuerkennen, dass wir in diesem Prozesskreislauf denken müssen. Und das bedeutet, dass wir Holz, das gewachsen ist, das uns ja geschenkt worden ist, dieser natürliche Prozess ist ja ein Geschenk, dass wir das mal wahrnehmen. Und ich persönlich glaube, dass wir bei anderen natürlichen Bestandteilen es nicht wertschätzen. Genau wie wir häufig Wasser, weil es hier genügend da ist, nicht wertschätzen, schätzen wir auch Holz nicht wert. Und wir bepreisen etwas über Märkte, das wir so gar nicht bepreisen können. Und deswegen, wir haben zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU, ich glaube, ein ordentliches Papier geschrieben. CDU, CSU, ich glaube, ein ordentliches Papier geschrieben. Und es ist auch der richtige Ansatz. Und genau wie bei der Digitalisierung ist das Finanzmittel und die Idee aus dem Parlament entstanden. Und nicht aus der Regierung. Und wir haben es auch möglich gemacht, dass wir einen Zuwachs von 850 bis 900 Millionen Euro in diesen Haushalt bringen konnten und der Ministerin vorlegen konnten. Und die Ministerin kann jetzt exekutiv damit umgehen. Und ich finde, dieses Parlament darf auch ruhig selbstbewusst sein und stolz auf sich, dass es das als Parlament geleistet hat. Ja, man muss das unterscheiden. Wir sind ja souverän, die Ministerin darf ausführen. So. Wenn ich jetzt aber dem Kreislauf folge und Holz als das wahrnehme, was es im Naturkreislauf leisten kann, dann würde ich Sie alle bitten, dass wir zwei Faktoren im Auge behalten. Den einen Faktor, den haben wir jetzt beschrieben. Nämlich zu versuchen, den Wald, Holzanbau wieder zu regenerieren. Und ich sage Ihnen, das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Und Harald Ebner, so einfach, wie du das hier darstellst, und mit diesen einfachen Tricks, so läuft es nicht. Da braucht man einen längeren Atem.
Und wir haben ergänzend zu dem gemeinsamen Antrag mit der CDU, CSU einen weitergehenden Vorschlag gemacht. Und zwar Holz in den Kreislauf zu bringen. Und das bedeutet, dass wir den CO2-Speicher Holz möglichst lange im Verkehr halten. Das heißt, es darf nicht verrotten, es darf nicht energetisch verwertet werden, sondern es muss im Holzbau verwendet werden. Und ich glaube, da ist die ganz, ganz große Chance. Ich kenne zurzeit kein Land auf der Welt, das besser ausgebildete Handwerker hat als dieses Land. Alle Zimmerleute, alle Schreiner, alle Tischler, alle Dachdecker sind dazu in der Lage, Holz im Bau einzusetzen. Und es ist unsere Aufgabe, per Gesetzgebung möglich zu machen, dass Holz einen ganz anderen Stellenwert auf dem Bau bekommt. Holz ist auch von der Statik her extrem belastbar. Und wir schaffen uns einen Zeitpuffer von 50 bis 100 Jahren, wenn wir das Holz länger im Bau behalten. Ich habe gelesen, ein Einfamilienhaus ist dazu in der Lage, 80 Tonnen CO2, wenn Holz eingesetzt wird, zu speichern. Das wird unsere Aufgabe. Und Kolleginnen und Kollegen, wir sind dazu in der Lage. Wir haben die handwerkliche Ausbildung, wir haben das duale Berufsausbildungssystem, um das zu machen. Dafür müssen wir aber aktiv werden. Wir müssen das Baugesetzbuch verändern. Wir müssen mehr Holzbau möglich machen. Harald Ebner einfach in den Antrag der SPD reingucken, den wir geschrieben haben. Lernen und akzeptieren und bei uns mitmachen. Wir werden das umsetzen. Die Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU waren ja auch willens, bei dieser Waldumbauinitiative mitzumachen. Also ganz gemach. Und ich glaube in der Tat, wenn wir dort deutlich besser werden, wenn wir dem Handwerk die Chance geben und dann bitte zusammen mit der Waldwirtschaft und der Forstwirtschaft das untergehakt gemeinsam zu machen, dann haben wir eine reelle Chance, Wald und vor allen Dingen Holz den Stellenwert zu geben, den es verdient und endlich klar zu machen, es ist etwas, was uns grundsätzlich von der Natur geschenkt wird und was wir auch entsprechend honorieren und achten müssen, genau wie alle anderen Produkte der landwirtschaftlichen Erzeugung, wo wir Achtung entgegenbringen müssen, Kolleginnen und Kollegen. Und hiermit haben wir auch die Möglichkeit, dem eine Wertschätzung materieller Art zu geben. Herzlichen Dank. Jetzt hat der Kollege Karl-Heinz Busen, FDP, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nicht nur der Wald in Deutschland ist in Gefahr. Die Klimaveränderung ist der eine Faktor, der den Wald stresst und schädigt. Aber eine viel größere Gefahr ist was anderes, und zwar die ideologische grüne Politik. Da wird auf einem Kongress der grünen Bundestagsfraktion tatsächlich gefordert, Maschinen abzuschaffen und durch Rückgefährte zu ersetzen. Statt auf Innovation zu setzen, statt Investitionen in bodenschonende Maschinen zu fördern, wollen selbsternannte grüne Experten zurück ins letzte Jahrtausend. Dagegen soll der Bau von Windrädern im Wald nahezu grenzenlos hingenommen werden. Da werden tausende Tonnen Beton als Fundament in den Wald gelassen und spätestens hier zeigt sich, was grüne Politik bedeutet. Nur eines, Ideologie. Die Grünen fordern in ihrem Antrag eine Urwaldoffensive und wollen von jetzt auf gleich 600.000 Hektar Wald stilllegen. Eine Fläche so groß wie das Saarland, Berlin, Hamburg und Bremen zusammen. Schon die ganzen Umweltverbände von BUND und NABU nutzen Millionen von Spendengeldern, um Flächen anzukaufen und brachliegen zu lassen. Viele, viele Privatwaldbesitzer, große und kleine, bewirtschaften ihre Wälder vorbildlich und tragen damit zu den vielfältigen Funktionen des Waldes bei. Aber auf diesen Zug der Stilllegungen ist auch unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze aufgesprungen. Mehr und mehr Waldflächen sollen vor sich her rotten. Wer unsere Wälder aber kennt, der weiß, dass genau die stillgelegten Wälder am schlimmsten aussehen. Ich habe mir persönlich ein Bild davon gemacht, Herr Ebner. Jawohl, die Bundesumweltministerin hat wahrscheinlich zu viel im Dschungelbuch gelesen.
Und auch für das Klima, hören Sie gut zu, schreien Sie nicht so laut, hören Sie gut zu, auch für das Klima ist ein stillgelegter Wald schädlich. Viel langsamer werden Treibhausgase der Luft entzogen und viel schneller werden Treibhausgase beim Verrotten wieder freigesetzt. Am 16. Oktober sagte unser parlamentarischer Staatssekretär Herr Fronholt noch hier, mit Erlaubnis, Herr Präsident, ich zitiere, es ist richtig, dass ein bewirtschafteter Wald einen höheren CO2-Speichereffekt haben kann als ein unbewirtschafteter Wald. Zitat Ende. Der Mann hat recht. Doch statt dem Urwald-Irrsinn ein Ende zu setzen, belastet die Bundesregierung weiter unsere Wälder. Belastetes Käferholz soll nach Auffassung der Bundesregierung in stillgelegten Wäldern liegen bleiben. Oder anders gesagt, die Bundesregierung unterstützt die weitere Ausbreitung von Schädlingen wie dem Borkenkäfer, indem sie dem beste Brutstätten für sie schafft. Das rächt sich im kommenden Jahr, wenn die Schädlinge wieder ausschwärmen. Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen schreiben in ihrem Titel des Antrages, unser Wald braucht Hilfe. Mit ihrer Kassenbonpflicht machen sie ihren eigenen Antrag zur Makulatur. Nach neuesten Berechnungen des EAI-Instituts sorgt die Belegausgabepflicht dafür, dass Jahr für Jahr zusätzlich 8.500 Fichten gefällt werden müssen. Diese große Menge an Papiermüll kann sofort mit einem Federstrich aus dem Gesetzblatt geändert werden. Wenn Sie mit dem Waldschutz ernst meinen, stoppen Sie diese Kassenbonpflicht. Meine Damen und Herren, unsere Wälder brauchen Innovation, damit wir sie schützen. Konkret brauchen unsere Wälder eine Wiederaufforstung mit klimarobusten Baumarten, Zulassung neuer Züchtungsmethoden, eine Reform des Forstschädenausgleichrechts und schnellere Verfahren bei forstlichen Pflanzenschutzmitteln, um im Notfall gerüstet zu sein. Sehr viele gute Ansätze sind in Ihrem Antrag enthalten. Es fehlen noch einige Punkte, die für einen gesunden Wald notwendig sind. Wir haben Ihnen ein Angebot gemacht zu unserem Antrag. Nutzen Sie das. Das wäre gute, konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Arthur Auerhammer, CDU-CSU. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Bundesministerin Glöckner hat vollkommen recht, wenn sie sagt, wir brauchen den Wald. Und die heutige Diskussion zeigt ja auch, dass der Wald wieder in der politischen Diskussion ist und vor allem, dass der deutsche Wald in die Herzen und die Köpfe unserer Bürgerinnen und Bürger gelangt ist. Das ist ein gutes Signal. Wir haben auch, es ist schon mehrmals erwähnt worden, zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt, um den Waldumbau zu gestalten, um den Waldumbau klimaschutzgerecht zu machen und eine Zukunft für den deutschen Wald zu haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das funktioniert auch nur, wenn wir Menschen haben, die bereit sind, im Wald etwas zu tun, im Wald etwas zu arbeiten und nicht nur hier kluge Worte machen, sondern rausgehen in den Wald und arbeiten. Und deshalb gilt mein ganz besonderer Dank all den Menschen, die draußen im Wald täglich arbeiten, die in der Beratung unterwegs sind und die auch selbst mit der Motorsäge, mit der Pflanzaxt draußen arbeiten im Wald. Denen gilt unser Dank. Und ich habe ja schon fast den Verdacht, dass die Grünen deswegen den Wald zu einem Urwald umbauen wollen, weil sie selbst nicht gerne in den Wald gehen zum Arbeiten. Aber das ist nur ein Verdacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten bei der ganzen Walddiskussion auch darüber nachdenken, wie können wir die Fläche unseres Waldes erweitern, können wir dazu beitragen, dass wir auch Grenzstandorte, die landwirtschaftlich nicht mehr genutzt werden können, auch wieder aufforsten. Auch eine Aufforstungsstrategie sollten wir hier voranbringen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Waldschützen ist das eine, Holz nutzen ist das andere. Holzbau ist heute schon vielmals erwähnt, der Holzbau ist einer der wichtigsten CO2-Speicher, den wir haben. Hier können wir den CO2 speichern, hier können wir durch innovative Bauverfahren das CO2 speichern und deshalb auch
hier Klimaschutz betreiben. Aber es gilt auch, irgendwann ist das Holz nicht mehr im Bau möglich, sondern es fällt auch etwas Abfall dabei an bei der Holzherstellung. Wir müssen auch die Holzenergie stärker nutzen und ich bin dankbar, dass wir mit dem Klimaschutzpaket, das wir durch den Vermittlungsausschuss jetzt haben, auch den Weg weg von der Ölheizung hin zur regenerativen Heizung, wo auch bei mir die Holzheizung dazugehört, dass wir diesen Weg gehen. Das ist ein guter Weg, meine Damen und Herren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es muss auch der Grundsatz gelten, Wald vor Wild. Aber dieser Grundsatz darf nicht sein, dass wir hergehen und so quasi in den Wald rausrennen und alles totschießen, was hier an Schalen im Wild rumrennt, sondern wir brauchen auch eine gewisse Waldgerechtigkeit, wir brauchen eine gewisse Ausgewogenheit unserer Wildbestände im Wald. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das geht nur in Zusammenarbeit von Waldbauern und Jägern. Und dort, wo es funktioniert, dort, wo Jäger und Waldbauern in die gleiche Richtung arbeiten, dort funktioniert es. Wir wissen allerdings auch, dass es die ein oder andere Reviere gibt, wo die Verbisse noch zu hoch sind, wo man vielleicht noch etwas besser hinlangen muss bei der Jagd, um die Bestände zu regulieren. Denn eins ist wichtig, ein klimatoleranter Wald muss auch wachsen können und da gilt es auch, die Wildbestände in den einen oder anderen Regionen zu reduzieren. Und da ist das bestehende gesetzliche Rahmen auch ausreichend dazu. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, so kurz vor Weihnachten möchte ich auch einen Appell aussenden. Jeder hat die Möglichkeit, an Weihnachten etwas für den Wald zu tun. Einmal, dass er sich einen Tannenbaum, eine Fichte aus dem Wald kauft, den der Waldbauer gezogen hat, um damit eine Wertschöpfung für den Wald zu erreichen. Und zum anderen, für jeden, der gerne gut isst an Weihnachten, ist ein guter Rehbraten aus den deutschen Wäldern ein willkommenes Weihnachtsessen. Und damit schützt ihr auch den deutschen Wald. Und in diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal guten Appetit und schöne Feiertage. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Steffi Lemke, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich wegen meiner zweiminütigen Redezeit nicht am Weihnachtsessensdiskussion beteiligen, aber ich möchte daran erinnern, dass Weihnachten 2017 niemand von uns eine solche Debatte geführt hat, wie wir sie jetzt führen. Zwei Jahre, zwei trockene Sommer und vor allem die trockenen Winter haben ausgereicht, um hier eine Debatte über den deutschen Wald zu erzeugen, von dem ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir sie etwas zukunftsgerichteter und vor allem auch gemeinschaftlicher im Interesse des Waldes führen würden. Und Frau Klöckner, deshalb kann ich Ihnen nicht ersparen, Sie haben mit Ihrer Aussage heute, dass uns Bäume 80 Jahre Schatten spenden, bewiesen, was im Bundeslandwirtschaftsministerium falsch läuft. 80 Jahre ist das Siebalter ungefähr von Kiefern und Fichten, aber es ist nicht das Alter von Bäumen in einem Wald. Wir reden von 300-, 400-jährigen Buchen oder von Eichen, die über 1000 Jahre alt werden können. Und ich glaube, dass wir in dieser Diskussion, wo der Wald nach zwei trockenen Sommern und Wintern massiv geschädigt ist, über den Wald als Ökosystem reden müssen. Frau Kollegin Lemke, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der FDP? Ja. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie Buchenwälder mit Umtriebszeiten von etwa 300 Jahren betreiben wollen. Ich kann Ihnen als einziger Förster im Deutschen Bundestag sagen, das geht nicht. Die Buche zerfällt vorher. Normale Zeiten bei der Buche sind 120 bis 140 Jahre. Da können Sie noch anständiges Möbelholz ernten oder Furnier draus machen. Also wir müssen schon realistisch bleiben. Es ist auch nicht richtig, was die Bundeslandwirtschaftsministerin hier gesagt hat, dass wir beim Wald bei 80 Jahren am Ende sind. Das ist natürlich auch falsch. Bei der Eiche haben Sie 200 bis 220 Jahre etwa als Umtriebszeiten, so als Stichwort. Wegen meiner Redezeit.
Ich danke Ihnen für diese Frage nochmal, weil es geht mir wirklich darum, dass wir in diesem Diskurs als Gesellschaft vorankommen. Und ich habe eben nicht über Buchenpfosten geredet mit Umtriebsalter 120 Jahre, sondern ich habe beispielsweise über Wälder mit ihrem ökologischen Wert wie die Heiligen Hallen in Mecklenburg-Vorpommern geredet, die durch die Klimakrise jetzt ebenfalls massiv geschädigt sind. Ein Totalreservat, das seit 1850 existiert. Nach meinem Wissen war da an die Grünen noch nicht zu denken. Das heißt, der Gedanke, Wälder unter Schutz zu stellen, Wildnis zuzulassen, Totalreservate zuzulassen, um Biodiversität zu schützen und um gesunden Wald, intakten Wald dort tatsächlich als Naturdenkmal zu haben, das ist eine andere Diskussion als die Waldnutzung. Und mir geht es eben um den Punkt, dass wir diese beiden Dinge besser zusammendenken müssen, dass wir auch den Wald von seinem Holzfaktor, vom Nutzfaktor lösen müssen und über die Wasserspeicherfähigkeit des Waldes und der Waldböden reden müssen. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Wir sind eine der trockensten Regionen jetzt schon. Und ich bin im Frühjahr 2018 dort bei einem Förster gewesen im Norden Sachsen-Anhalts. Der war verzweifelt. Förster, früher im Staatswald, jetzt für eine kleine Forstbetriebsgemeinschaft, der sagt, was soll ich machen? Was soll ich hier pflanzen in diesem knistertrockenen Wald? Ich habe kein Wasser, das ist mein Problem, weder von oben noch von unten. Und der will nicht aufforsten. Der hat sich für die natürliche Verjüngung dort entschieden und sich über jeden kleinen Sämling, der von alleine hochgekommen ist, dort gefreut. Und die Frage, ob wir jetzt 1 Milliarde Steuergelder in Aufforstung und in Schadholzberäumung setzen oder ob wir mal kurz innehalten und überlegen, was wir jetzt machen. Da natürliche Verjüngung, dort möglicherweise Forsten und Pflanzen, das ist kein Entweder-Oder. Aber mal kurz innehalten und drüber nachdenken, was wir jetzt tun, statt weiter zu polemisieren gegen Naturreservate, gegen den Wald, den wir auch schützen und nicht nur nützen müssen, darüber diskutieren, dass er andere Leistungen als Holz erbringt, dass er Wasser speichert, das habe ich bereits gesagt, dass er für Abkühlung sorgt. 10, 20 Grad Temperaturunterschied, das macht bei 40 Grad Außentemperatur einen relevanten Effekt aus. Und den Wald als Ökosystem zu betrachten und die Ökosystemleistungen in den Mittelpunkt unserer Diskussion hier in der Politik zu rücken, das ist mein Anliegen. Und da hoffe ich, dass wir in der Weihnachtszeit gemeinsam ein Stück vorankommen. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Gitta Connemann, CDU-CSU. Von draus vom Walde komme ich her. Dieses Gedicht kennt bei uns jedes Kind. Und seit jeher spielt der Wald in Deutschland eine besondere Rolle als Heimat, aber ich sage auch, er ist mehr als mythologischer Sehnsuchtsort, denn er ist Lunge des Landes, er ist Klimaanlage und Luftfilter, er ist der Erholungsraum und er ist ein harter Wirtschaftsfaktor, ein Multitalent. Und bis 2017 war genau dieses Multitalent auf allerbesten Wege. Wir haben den sauren Regen in den Griff bekommen durch Luftreinhaltemaßnahmen, durch Waldumbau, durch Kalkung. Da hat sich gezeigt, Politik wirkt und diese Politik ist gemacht worden und zwar immer unter der Federführung der CDU und CSU. Aber dann kamen Stürme, Dürre, Schädlinge und Brände. Der Wald leidet. Heute ist die Lunge unseres Landes krank. Wir wissen, der Wald braucht Hilfe. Diese Erkenntnis eint in diesem Haus uns alle. Uns unterscheiden die Methoden. Wir als CDU-CSU setzen auf Wissenschaft und nicht auf Emotionen. Denn mit Urwaldromantik kann man den Wald nicht vor Klimawandel oder Borkenkäfer retten. Wir setzen auf das Miteinander mit Waldeigentümern, Förstern, mit der Holzwirtschaft, mehr als 2 Millionen Menschen, denn sie stehen für Nachhaltigkeit wie keine andere Branche und das seit 1713. Und deshalb ist es bitter,
Wenn jetzt selbsternannte Fachleute, wenn Populisten ein Bild reiner Monokulturen zeichnen und eine ganze Branche an den Pranger stellt, das machen wir nicht mit. Fakt ist, der Waldumbau findet seit Jahren statt. Was wir jetzt brauchen, sind Solidarität und umfassende Walderneuerungsprogramme. Und da hat unsere Bundeslandwirtschaftsministerin, die weitaus mehr ist als Exekutive, selbst die Initiative ergriffen durch ihren Waldgipfel. Und gemeinsam mit ihr stellen wir rund eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung, damit Schadholz beseitigt wird, damit die Wälder klimagerecht wieder aufgeforstet werden und damit die vielen kleinen Waldeigentümer in der aktuellen Krise Unterstützung bei der Bewirtschaftung erhalten. Doch das kann nur der Anfang sein. Das sagt die Große Koalition. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wer Klimaschutz fordert, darf für Deutschland nicht nur Urwälder fordern. Denn Totholz emittiert CO2 und Methan und Schadholz ist übrigens eine Brutstätte für Borkenkäfer. Wer wirklich Ökologie will, muss Wälder bewirtschaften und zwar nachhaltig. Denn Holz ist der beste Rohstoff, den es gibt. Und wer neue Wälder will, muss übrigens zur Jagd Ja sagen. Denn ohne angepasste Wildbestände können junge Triebe nicht wachsen. Wer nachhaltige Wälder will, muss in den Ländern vorsorgen mit mehr Studienplätzen für Förster durch mehr Personal in der Fläche. Und lieber Harald Ebner, das waren gerade schon Krokodilstränen, wenn es darum geht, Holzinitiativen zu ergreifen. Ihr stellt in mehr als 10 Ländern die Regierung. Ihr hättet längst in Landesbauordnung tätig werden können. Darauf warten wir heute noch. Wer gesunde Wälder will, muss den Medikamentenschrank öffnen, denn der Borkentäfler lässt sich nicht totstreicheln. Er muss aktiv mit Insektiziden bekämpft werden, übrigens streng nach den Regeln der Wissenschaft. Gehen Sie in den Harz, liebe Frau Künast, blicken Sie auf die kahlen Gipfel, kahl gefressen vom Borkenkäfer. Ist das für Sie ökologisch? Meine Damen und Herren, von der Opposition. Ich bitte Sie, geben Sie sich einen Ruck, damit auch Ihre Kinder und Enkel in 30 Jahren sagen können, von draußen vom Walde komme ich her. Frohe Weihnachten. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft auf Drucksache 15/240. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Annahme des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 11.093 mit dem Titel Unser Wald braucht Hilfe, Waldumbau vorantreiben. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalition und der AfD bei Enthaltung der übrigen Fraktionen angenommen. Dann komme ich zu Buchstabe B der Beschlussempfehlung, in der der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf der Drucksache 13.528 mit dem Titel Waldbesitzer unterstützen, Wald nachhaltig umbauen empfiehlt. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf der Drucksache 9.925 mit dem Titel Wälder erhalten durch effektiven Waldschutz. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Moment, wir sind mitten in der Abstimmung. Und wer während der Abstimmung stört, gefährdet, läuft Gefahr,
gerügt zu werden. Also diese Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen von AfD und FDP mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Dann empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe B, D, Dora, seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 11.104 mit dem Titel Naturgemäße Waldbewirtschaftung im Interesse des Waldes und der Forstleute. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und von Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe E seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 13.079 mit dem Titel Aktionsplan für einen gesunden und artenreichen Wald. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Damit kommen wir zur Tagesordnung Punkt 8b. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 18.13.530 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9. Das ist die Beratung der Beschlussempfehlung.